Hallo und herzlich willkommen zurück zu World Wrestling 2 Mods. Mit dabei ist diesmal Ebu Sidewinder, hallo. Und die Dodge Viper SRT10 als Kopie. Das müsste die dritte Generation der Viper sein. Erstellt wurde sie von Tommen und dem gesamten Pro X, wie heißen die? TX Pro Team, genau so hießen die damals. Genau, so hieß auch seine Truppe. Die Viper. Oh Mann, der nächste Wagen, den wir auf unserer Liste haben. Diesmal mal ein Amerikaner, weil ein Amerikaner haben wir lustigerweise so gut wie nie gehabt. Haben wir einen Amerikaner gehabt? Warte, was hatten wir jetzt alles? Wir hatten den Porsche, den Citroën, den McLaren hatten wir, den BMW. Ich glaube, wir hatten echt noch keinen Amerikaner. Ja, dann ist das jetzt der erste Amerikaner. Und der Typ, der erinnert mich irgendwie an Need for Speed Fahrer. Ich weiß nicht wieso. Das sieht aus wie so ein Need for Speed Fahrer. Okay. Die Viper selbst finde ich sehr cool gemacht. Das Einzige, was etwas komisch aussieht, sind hier die Streifen, dass die so auf der Haube so, ne? Aber vielleicht hatte die Viper ja wirklich so. Kostet ja auch nicht viel, wo die damals rauskamen. Ich glaube, wo sie damals rauskamen, die SRT8 sind alle Dodge Hochmodelle mit einem 8-Zylinder und SRT10 sind alle Hochmodelle mit einem 10-Zylinder. So, merkt ihr, wir haben natürlich einen V10 hier drin, man hört's auch. Es kann sich kein anderes Auto so anhören als die Viper. Da gibt's nichts anderes. Was ich am meisten an der Generation, an dieser Generation mochte, auch am Coupé, nicht das Cabrio, nur das Coupé hattet, ist dieses Heck. Ich finde diesen Bogen, den die da gemacht haben, so cool. Weiß ich, ich finde den richtig schön gemacht. Ich meine auch bei dieser Generation. Okay, doch nicht. Ich dachte normalerweise, oder ich glaube, das war schon eine andere Generation. Wir rollen mal ein bisschen vorne. We see me rolling. Nein, Quatsch. War es die Generation? Ich weiß es nicht. Da gab es mal eine Generation von der Viper, da hat das Viper-Zeichen da oben war mit einem Bremslicht und das konnte mit leuchten. Ich weiß jetzt aber ehrlich nicht, welche Generation das war. Ein Cockpit haben wir auch. Das schaut auch ganz gut aus. Eine Viper ist natürlich ganz einfach gestaltet. Alles aus, ja, Kunstleder oder Kunststoff. Ich wollte gerade sagen, haben wir da ein Kassettenradio drin? Nein, ein ganz normales CD-Radio. Da haben wir, ey, wir haben sogar eine Batterieanzeige. Batterie, Temperatur, Öl, Wasserstand. Alles klar. Links ist die Tankanzeige, die ist voll. Wir haben nämlich. Oh, wir fahren jetzt mal besser und dann erzähle ich es doch mal. Alter, wie die anzieht. So, dann fahren wir jetzt gleich mal hier raus. Klingt der Sound nicht einfach geil? Die Viper ist so einzigartig mit ihrem Sound. Und welche Strecke passt natürlich am besten zu einer Viper? Na, ganz klar, Laguna Seca. Da hat sie nämlich die ACR mal einen Weltrekord aufgestellt gehabt. Und deswegen denke ich mir auch ganz ehrlich, die passt auch gut zu der Viper. Deswegen fahren wir mal hier. Wir haben sehr viel Leistung. Und an einem etwas zu leichten Auto mit einem zu leichten Arsch. Deswegen passiert jetzt gleich Folgendes. Ihr merkt. Eigentlich typisch wie die Viper, dass die immer quer gehen muss. Sound ist okay, nur in den mittleren Drehzeiten, so in den mittler-hohen. Ihr hört es gerade ab 4000 Umdrehungen. Scheiße, klingt ja irgendwie so komisch. Hier ist der Korkenzieher. Bekannteste Teil von Laguna Seca. Es ist ein bisschen bewölkt gerade. Wir fahren natürlich wieder mit Straßenreifen. So. Ach komm, wir fahren noch eine Runde. Fahren wir mal von außen, Leute. Damit könnt ihr das gute Ding mal von außen gucken. Mit schönen Leichtmetall-Alufelgen. Die Streifen, die kann man übrigens extra als Fahrzeug, ans Fahrzeug dran machen. Es gibt den einmal ohne und mit und einmal auch mit weißen Streifen.
Ich habe jetzt einfach mal die Kombination Gelb mit schwarzen Streifen ausgesucht. Ah, okay. Da muss der Boost noch ein bisschen üben. Ah, guck mal, geht doch hier. Ups, ein bisschen auf den Kies gekommen. Wir sind wieder drin, ne? So. War eine Coca-Cola-Werbung. Ich möchte jetzt keine Werbung für Coca-Cola machen. Deswegen, ignoriert das bitte. Auch wenn ich es gerade noch extra gesagt habe. Super. Boah, ich bin echt der Beste, Leute. Mein Gott. So. ABS nicht da. Oh Gott. Pff. Wir haben Wheel Spin. So. Das wird ja gleich ein Spaß mit dem Rennen, ey. Die Viper selber gefällt mir sehr. Auch das Auto in echt gefällt mir sehr. Ist mal ein anderer Sportwagen. Außerdem gefällt mir der V10, die Viper drin hat. So dermaßen, auch wenn er 8,4 Liter Hubraum hat. Und das ein kleines bisschen viel ist. Ich glaube, die Scheinwerfer sind aus Kohlefaser, kann das sein? Dass die aus Carbon sind? Oder aus Riffelblech? Bei den Amis weiß man nie. Bei denen sieht das alles aus wie Carbon. Und hinter ist nur Wellenblech. Ja, wir fahren jetzt gleich mal ein kleines Rennen mit der Viper. Mal gucken, wie die sich so schlägt gegen andere Klasse. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die in Klasse C oder in B fährt. Das werden wir ja gleich sehen. Bis gleich. Okay, ich sehe gerade, wir haben unseren berühmten Ami-Gegner, der Viper. Die Corvette fährt hier mit. Dann ein paar Ferraris habe ich gerade gesehen. Und das... Fuck, mach mir doch nicht zu hier. Und das Viper Cabrio fährt hier auch mit. Die gleiche Generation als Cabrio. Ein F430, Ferrari fährt hier mit. Ein 208 und... Ah, scheiße, die Viper hat sich jetzt gedreht. Entschuldigung, scheiße, drehe ich mich gleich noch mit. Schön, dass ich einen Bonus gemacht habe. Ich wollte es aber eigentlich nicht wissen. So, Ferrari, wir sind wieder da. Wir sind nur kurz hinter dir hergedriftet. 600 PS hat die Viper, da ist der 288er. Scheiße. Ich muss mit den Bremsen erstmal von der Viper zurechtkommen. Der Typ macht Blinker raus, der spinnt auch. Boah. Jetzt bin ich in die Außenperspektive gegangen versehentlich. Scheiße. Ich höre die Corvette. Ja, da war sie. Mit Ami-Flagge an der Seite. Oh. Hallo, was wird das? Die Herrschaften, die fahren mir gerade ein bisschen zu au, nervös. Ich glaube, das Viper Cabrio hat gerade aufgesetzt. Topspeed ist übrigens 306 Sachen mit der Viper hier. Komm, 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 komm. Ich will an den Viper Cabrio vorbei. So, jetzt haben wir wieder... So, jetzt gehen wir Gas. Jetzt kommt hier nämlich die große Stärke von der Viper, deren Beschleunigung. Und wir sind weg von dem alten Ferrari. Da kann sich der... Ah, wer ist denn so ein Ding immer gefahren? Wie hieß der nochmal? So ein Detektiv oder sowas war der. Jetzt haben wir noch den Scuderia vor uns. Ich glaube, es ist ein 430er Scuderia. Zumindest erklärt das die orangen Felgen. 780 oder 760? 760 oder 80? Wir haben... Wie viel Newtonmeter Drehmoment haben wir? 760 Newtonmeter Drehmoment bei 5000 Umdrehungen. Also kurz vorm Ende von der Viper. Ein viel zu viel... Viel zu großen Motor haben wir auch hier drin. Und die Viper ist leider bekannt für ihr super gutes Handling. Und das beweist sie auch hier wieder ganz gut.
Für dieses Auto muss man sich scheißemäßig konzentrieren. Aber ist nicht schlecht. Kann allerdings zu extrem hohen Benzinkosten führen, die Karre. Hey Ferrari, was geht? So, da trete ich mal drauf. Komm Viper, komm Viper, komm Viper. Scheiße. Was ich noch nie an der Viper verstanden hat, Dodge hat das immer so gemacht, hat die Karre sehr stark beschleunigt. Deswegen gingen die ersten 4 oder 5 Gänge sehr schnell hintereinander rein. Und der letzte, der schleift sich richtig... Alter, was bremst der denn? Ist der doof oder was? Und der letzte schleift sich halt richtig lahmarschig nach vorne. Also der 6. Gang, der ist widerlich. Macht keinen Spaß so. Oh, aber wir kommen ja nicht mal zum 6. Gang hier, weil die Strecke dafür viel zu kurz ist. Deswegen darf ich eigentlich gar nicht rummeckern. Also... hat sich das Ganze schon wieder gehört. Ja, ich hab's doch gewusst. Der ist mir schon beim Bremsen mit dem Arsch jetzt weggegangen. Ich sollte mehr amerikanische Autos zeigen. Ihr könnt mir generell mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr die World Racing 2 Klamotten guckt, welche Autos ihr sehen wollt. Ich habe ja sehr viele. Über 1050 Stück sind mittlerweile im Spiel von mir drin, ne? Nicht von mir, aber von meinem Spiel halt. Also von meinem World Racing 2. Ihr müsst ja mittlerweile echt aufpassen, was du sagst, sonst wirst du für alles verklagt. Ach nee, das war USA. Das ist ja... da, wo der Wagen herkommt. Oh oh, er rutscht, scheiße. Abgewürgt. Ich höre den Ferrari hier noch irgendwo, der ist hier irgendwo noch in der Nähe. Wir fahren natürlich wieder auf Laguna Seca, jetzt hör auf, dich so seitwärts aufzurappeln, das nervt. Wie gesagt, der Sound ist okay gemacht. Er könnte ein bisschen besser sein. Er klingt manchmal ein bisschen komisch halt. Diese mittlere Drehzahl, die gefällt mir überhaupt nicht. Beim Hochschalten, kurz bevor im roten Bereich ist der Sound, der stimmt. Dann... weiß nicht. Hier gibt es definitiv Vipers mit besserem Sound drin. Sorry, wenn ich das sag, Tomwin, aber das stimmt leider. Aber man hört immerhin raus, dass es überhaupt eine Viper ist. In Gran Turismo wissen die Holzköpfe da leider nicht. Weil in Gran Turismo klingt die Viper nämlich immer wie so ein V8. Ich weiß nicht wieso. Wie so ein Nesca klingt die da. Oh, und da war es halt sogar schon. Oh Mann, ey. Also, Fazit. Wenn ihr Autos mit Power mögt und einer hohen Beschleunigung und einem Handling, was der gerade sagt, ich möchte die Knochen brechen, dann ist die Viper, glaube ich, perfekt für euch. Wenn ihr die $85.000 natürlich habt und die Benzinpreise natürlich zahlen könnt. Ach man, nein, ich will nicht fies sein, die Viper ist echt ein cooler Obstsalat. Da sieht man kurz, wie ich dem einen Typ eine gegeben habe. Das war aber nicht mit Absicht. Was diesmal wirklich nicht. Wo ist eigentlich die Corvette geblieben? Die habe ich ja hinterher gar nicht mehr gesehen. Ihr seht gerade, wie driftlastig dieses Auto wirklich ist. Ich meine, die KI fährt natürlich so, dass das Auto nicht bei jeder Gelegenheit zum Rumdriften ist, aber ich fahre, sagen wir mal, am menschlichsten und ihr seht, was das Ding mit dem Marsch und mit dem Quergehen ist. Habe ich irgendwas vergessen zu sagen? Ich glaube, das war alles über die Viper. Mittlerweile gibt es sie ja schon
Nee, weiß jetzt gar nicht. Entweder ganz Ende 80er Jahre gab es die erste, die RT10. Oder Anfang der 90er, da bin ich mir nicht so sicher. Die Anfangs-Viper war so ein rotes Cabrio mit so drei Speichenfelgen. Vielleicht kommt die auch nochmal irgendwann dran, die RT10. Die ist ja auch mit hier drin, ne? Ah, das ist auf jeden Fall die dritte Generation. Ich glaube sogar, er hat sie aus Need for Speed Most Wanted konvertiert, weil das würde den Fahrer erklären. Und die Vinyls, die da teilweise mit bei sind. Ist auf jeden Fall ein schönes Auto. Wir werden jetzt auch mal definitiv ein paar Amis mehr angucken. Wir sehen uns ja kaum Amis an. Und Tuner gucken wir uns auch irgendwie kaum an. Ich hole ja nur die Sportwagen. Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns irgendeinen Tuner oder einen Ami schnappen. Mal gucken, was ich nehme. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Da sehen wir nochmal, wie geil den Ferrari überholt haben. Yeah, richtig Power, Mann. So, bis zum nächsten Mal. Da klang etwas gerade sehr... Ja, da sieht man, wie ich die ganzen Absperrkegel umfahre, weil der Arsch wieder weggerutscht ist von der Viper. So, jetzt ist aber gut. Bis zum nächsten Mal bei irgendeinem Auto. Ihr könnt ja gerne kommentieren, Like geben, was ihr machen wollt. Ist mir Schnurz. Macht das auf jeden Fall bitte, weil es würde mir sehr gut tun, weil im Moment schaut mein Kanal nicht gerade sonnig aus. Bis zum nächsten Mal beim nicht so sonnigen Boost Sidewinder, der gerade Abendrot hat. Jetzt höre ich aber mal auf damit. Nicht Abendrot, sondern Abendbrot. Ciao.